Stehen bleiben jetzt. Junge! Moin und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge LSBFA. Heute sind wir mit dem Wagen von DFL unterwegs, der G-Klasse. Link zum Fahrzeug ist in der Videobeschreibung. Wir sind heute als Bundespolizei unterwegs, haben auch schon den ersten Einsatz. Bankraub, wie es ausschaut, mit einer bewaffneten Person, die auch gleich schießt. Perfekt, perfekt, Digga. Ich kann da jetzt nicht so hingehen, Digga, die ballern mich rum. Oder eher gesagt, so, wir sind heute mal ein bisschen mehr bewaffnet, weil wir sind ja, Bundespolizei. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ja, ihr müsst hier drauf schießen, Dullis. Ey, ihr Dullis müsst auch helfen. Jetzt muss ich ernsthaft da hinten. Oh, Alter. Ich muss halt aufpassen, dass du mir keinen Headshot gibst, ne? Jetzt geh mal weg, Digga. Sorry. Geh mal weg. Dann hol ich halt nochmal ein paar Smoke-Units dazu. Der ist jetzt zum Glück ein bisschen abgelenkt, dann fahre ich nämlich mal hier rüber. Dann sollten die auch hier rüber kommen, dann kann er nämlich nur eine Seite an- und abschießen. An- und abschießen, genau. Ah, schießt immer nur mich ab, oder was? Perfekt, das ist ja sehr nett. Anstatt, dass die Bundespolizei mal was macht. Also die Helikopter mal nicht. Ich bin ja die Bundespolizei. Abgelenkt ist mit dem Ballern. Ich glaube, ich hole dafür mal das MG raus. Wie viele Schüsse hält er aus? Das waren gerade irgendwie 100 Schüsse oder so. 100. Boah, ey, wann haben wir den denn endlich mal fertig? Ah, jetzt perfekt. Vor, dann hole ich jetzt schon mal eine Ambulance. So. Dann mal schnell dahin. Ja, hier ist die SDK-Leute können abrücken, ne? Geh mal weg. Aufpassen. Ja, hier Medics. Junge, so viele SDK-Leute. Nehmen wir die Waffe ab, was hat er denn bei sich? Sturmgewehr! Ja, hätte er sich mal den M4 geholt, ne? Dann war das eindeutig alles ein bisschen besser. Achso, ja, ein bisschen Heal bitte, ist ja der Plante. Lol. Das habe ich ja noch nie gesehen. Auf meiner Jacke war Blut ist jetzt weg. So, mal gucken, ob sich darum kümmert. Aufhängen kann zu tanzen. Wait, what? Stopp mal, hier mitmacht man. LSPD, don't you move. Ah, damit macht man das. Ah. Ich trinke mal einen Kaffee, ne? Donut. Nö, mach ich das schön so mit der Hand an die Waffe. Können Sie dem jetzt helfen oder nicht? Ne, warte, wo ist denn der Rest hin? Achso, die sind schon durch. Hol ich mal eine Corona oder ne, warte, einmal werde ich den durchsuchen und dann werde ich eine Corona-Unit holen. SDK hier kann abrücken, ne? Warum ist das so hell geworden auf einmal? So, Straßenlaternen sind angegangen. Ja, Handwaffe und so. Dann hole ich hierfür mal das. Und dann ist hier mit der Einsatz vorbei. Die SDK-Leute können wir alle mal abrücken. Abrücken. Und der hatte Glück, dass ich. Hier ist noch ein Officer. Aber er wurde wahrscheinlich schon. Wollt ihr mich provozieren?
lass mich provozieren, ja. Ich lass mich provozieren, ja. Ja, wir sehen uns beim nächsten Einsatz. Bis dann. So, da haben wir schon den nächsten Einsatz. Da soll irgendwie ein Auto geklaut worden sein. Ein Adder mit dem Kennzeichen 65QDTV. Das Problem ist, wo ist der? Das ist jetzt nicht so leicht zu finden hier. Wir sind ja auf der Autobahn, auf dem Autobahnkreuz. Könnte jetzt sich ganz woanders aufhalten. Oder da unten. Das wäre natürlich schön, wenn er hier jetzt irgendwo wäre. Adder, ja, da ist er doch. Da ist ja schon der Adder. Ja, es ist auf jeden Fall. Junge, du kannst auch nicht fahren, ne? So, dann hol ich nochmal eine Unit dazu. Ah, noch eine G-Klasse, perfekt. Tag, Kollege. So, einen wunderschönen guten Tag. Der Herr. Bitte einmal alle Ihre Dokumente. Thanks. Ich werde sie einmal schnell überprüfen. Der Kollege wird in der Zeit auf Sie aufpassen. Also. Proportion, was auch immer das heißt. Ist jetzt Arzt oder so? Stone, yes. Gut, dann kriegt er hier gleich mal. Einen Strafzettel. Wegen Autodiebstahl, wenn ich es finden würde. Wahrscheinlich ist das nicht mal hier, sondern irgendwo. Ist natürlich lustig, wenn er jetzt Phishing. Gut, ich finde gerade nichts dafür. Dann kriegt er die halt später auf der Wache. Auf jeden Fall. Können Sie mal bitte das Auto verlassen, ne? Ja, so, perfekt. Ja, alles gut. Bin vor euch festgenommen wegen des Diebstahls dieses Adders. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet. Sie können sich einen Anwalt holen, wenn sie sich keinen leisten können, wird ihn einer gestellt. Wenn keiner da ist, ist halt keiner da. Gut, ich werde sie einmal durchsuchen. Haben sie spitze Gegenstände an sich? Ich hoffe nicht, sonst knallt's. Da hatte er Glück. Ich habe schon gehofft, dass das jetzt irgendwie knallt. Haben wir bitte den Kollegen, der ihn mitnimmt. Nimmst du ihn mit, Kollege? Perfekt. Gut, dann werde ich diesen Adder noch einmal durchsuchen. Vielleicht ist hier was drin. Warte, ich schnell durchsuchen. Wenn da was drin ist, darf ich den ja abknallen, habe ich ja gesagt, ne? Schade, da ist nichts Spitzes drin. Dann hole ich hierfür nochmal einen Tow-Truck. Da kommt der Tow-Truck auch schon. Gut. Würde ich sagen, geht's für mich mal weiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Einsatz. Bis gleich. So, da haben wir schon den nächsten Einsatz. Und zwar, da soll wohl jemand versuchen, jemand anderen zu kidnappen. Oh mein Gott, war das knapp, ey. Ja, fahr weiter, Alter. Aber mein Fail war nicht der von dem ADAC, Dude. So, manchmal laufe ich aus. Schon weiter da vorne. Ey, lustig. Wäre jetzt lustig, wenn er hier mit so einem Ding entführt werden würde. Fährt hier rein oder was? Oh nee, ernsthaft. Bitte nee. Hä? Ist doch niemand. Wow, da vorne oben fährt der Burrito. Weil das soll ein Burrito sein. Red Burrito. Warum zeige ich das eigentlich so komisch? Das soll einfach ein roter Bulli sein, der fährt da vorne. Los, 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 komm, gib Stille. Bin aber rechts ranfahren. Dann hole ich schon mal eine zweite Unit dazu. Ah, mit dem schönen
BMW von, ich glaube, es war Simple Modding oder EMF, eins von beiden. Von EMF, sorry, von EMF. So, guten Tag, was machen Sie hier? Er bringt seinen Freund nach Hause und wer sitzt da nach hinten drinnen? Jemand, der eine Mitfahrgelegenheit braucht. Wir haben jemanden, wir haben, ich kann schon wieder nicht mehr reden, ne? Wir haben einen Anruf bekommen, dass jemanden entführen. Gut, dann geben Sie mir alle Ihre Dokumente, ne? Also ich glaube ja, dass der da hinten. Sie können mal alle rauskommen. Wir müssen sowieso überprüfen, wer das da hinten ist. Bleiben hier stehen. Junge, meine Güte, lebt er noch? Pistole. Gut, dann brauche ich hier mal schnell eine Ambulance-Unit, bitte. Dann durchsuche ich in der Zeit mal den Burrito. Einmal durchsuchen. Einmal einen Tow-Truck, bitte. Ja, da liegt die Person. Fahr doch nicht noch langsamer. Mich healen wir auch noch nicht. Sehr nett, danke schön. So, dann hat der da das. Also einmal freilassen. Da scheint alles okay zu sein. Sie geht nach Hause, ne? Sie dürfen weitergehen. Schönen Tag noch. Aber nicht über die Straße, meine Güte. Was ist denn hier an Verkehr los? Meine Güte. Eine Corona-Unit, bitte. Da kann es weitergehen, Kollege. So. Ja, den kontrollieren wir nochmal, ne? Wo fährt er denn hin, Alter? Man hält nicht auf dem Bürgersteig an. Ey. Jetzt fahren's rechts ran, sonst knallt's. So, was war denn das gerade? Geben's mal alle ihre Dokumente, sonst knallt's. Ja, ist mir egal, ob sie ihre Dinge nicht zeigen wollen. Ich kann es nicht sehen, ob sie eine haben. So, hier, da scheint alles okay zu sein. Dann kriegt er hier noch. Muss ja mal schauen, wo das ist. Reckless Driving. Und hier bekommt er noch gut, ne, warte, hier. Und dann kriegt er da als Strafzettel. Perfekt. Und hier bitte der Herr 1800, nur weil sie es mir nicht zeigen wollten. Eigene Schuld. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. So, damit würde ich sagen, dass das mit der Folge war. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Aktiviert auch die Glocke. Schickt das Video an Freunden.
und bis zum nächsten Mal. Ciao.